So, willkommen zurück. Ich habe jetzt hier den Music Maker offen und ja, als erstes holen wir uns an so einen Beat. Den kann man hier reinschieben. Ganz oben hören wir uns den jetzt mal an. Da kann man leise laut stellen. Jo, also dann kann man hier. Ich werde den jetzt mal groß machen. So, richtig schön groß machen. So, jetzt kann man hier reingehen. Und hier kann man jetzt rappen. Zum Beispiel, ich gehe hier jetzt auf Rekord. Mini-Rekord brauche ich nicht. Wir brauchen eigentlich nur Audio-Rekord. Dann gehe ich hier, ja. Und natürlich muss ich natürlich jetzt rappen, ne? Jo. 100 Bats, yo, Philipp, yo, ja, Gangster, yo, und dann gehe ich wieder hier beenden. So, dann drücke ich wieder auf Rekord, dass das ausgeschaltet ist, ne? Und so. Man kann alles halt lesen, man kann hier auch stellen dann. Audio-Effekte, man kann hier Hall einstellen, Echo, es alles lauter stellen auch und so. Raufgehen, wie man will, ist auch unwichtig. Man muss es, man kann es nicht hier noch Hall, Kompressor, damit es aber nicht lauter, stärker klingt und so. Ne? Und ja. Auch hier kann ich nur lauter stellen. Und unterhalb kann ich dann wieder Strophen aufnehmen. Jo! 100 Bats, jo, Philipp, jo! Hoppala, das jetzt mal irgendwas nochmal. Jo, 100 Bats, jo, Philipp, jo. Okay, ja, stimmt, weil ihr müsst immer, wenn ich aufnehme, muss ich so viel, wie ich aufnehmen will. Die ganze Spur, ne, man muss immer schauen, die ganze Spur, auch wenn man noch runterladet, muss man natürlich schauen. Ich schaue mal kurz, ob er das jetzt aufgenommen hat oder nicht. Ja, immer zwei Spuren aufnehmen ist nicht schlecht. Sieht man hier zwei Spuren. Ja. Zwei Spuren. 100 Bats, yo, Philipp, yo, ja, Gangster, yo. Jo, das ist geil. So, wenn man jetzt zuschneiden will, die Stimme, ne, dann geht man natürlich erst einmal, wenn ich größer machen. So. Dann kann man hier zum Beispiel rausschneiden. Mit D schneidet man natürlich jetzt zusammen. Dann hier klickt man hier an. Kann man hier D drücken. Hartes D natürlich. Dann geht man bis hier rüber. Hoppala, mit dem Strich geht man dann hier rüber. Drückt man hier D. Und hier auch D. So, dann haben wir hier die Spuren, dann können wir das auf Löschen drücken, Objekte löschen, Objekte löschen. So, tut mir leid, dass es so zieht, aber es ist schwer. Und ich muss es irgendwie halten hier. So, schauen wir. 100 Bats, yo, Philipp, yo. 100 Bats, yo, Philipp, yo. Na, hier kann man auch rausschneiden mit D, zack. Der auch nochmal und fertig. Objekte löschen. Löschen. Wenn man jetzt kopieren will und ich will es jetzt hier rüber haben, ne, dann gehe ich hier auf Strom V, C meine ich C und dann V. Ne, dann habe ich es hier rüben. Ne. So. Dann ist das hier rum erst Strom C und dann Strom V. Na.
Dann ist das da rüben. Ja, Gangster, yo. Jo, und dann klingst du nur ein wenig leiser, klingst du jetzt gerade. Und ja, das war nur die zweite Aufnahme. Ich kann hier nochmal drücken drauf, so. Dann drücke ich hier auf Strong C, Strong V, zack. Und dann ist es da drüben, dann kann man das so, so ein Ding machen. Und zack. Siehst du, dann ist das auch da drüben. Man kann es kopieren zum Beispiel, jo. Und ansonsten kann man hier noch auf Löschen gehen oder ausschneiden oder kopieren. Kann man hier auch drücken. Ist auch kein Problem. Zum Beispiel gehe ich hier auf Kopieren. Und dann drücke ich nur Strong V, zack. Und dann ist es schon da. Ne? C, V, fertig. Geil, ne? Dann kann man hier, ja, und Endeffekt, wenn man fertig ist, dann geht man hier rauf, zack, dann geht man hier auf Bearbeiten, natürlich am besten immer abspeichern, man kann auch abspeichern und dann wieder öffnen, das Projekt, das öffnet sich dann, dann kann man nächsten Tag weiter rappen, jo, und dann geht man auf Export, geht man out Audio als Wave, und dann kann man das natürlich als Wave runterladen. Es hört sich dann viel besser an, wenn man es runtergeladen hat. Weil hier beim Music Maker klingt es nicht so gut, wie dann, wenn man es runtergeladen hat. Als WAV oder so. Oder MP3 klingt es viel geiler in Bildern. Yo. 100 Bats, yo, Philipp, yo. Ja, ja, Gangster, yo. 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 Jo, und dann muss man rappen, dann muss man rappen und dann auf dem Beat, ne, und fertig. Jo, dann kann man hier Rekord gehen und ja, man kann hier leise laut stellen, man kann hier einzeln zum Beispiel ausstellen oder nur als Solo, ne, und das wegtun, so Solo und dann später. Warte mal, ich muss immer so, so jetzt und jetzt. Jo, 100 Bats, jo, Philipp. Yo, ja, ja, Gangster, yo, und dann geh, yo, yo. Na, und wenn ich wieder einstelle, dann spielt er wieder die ab, ne? Yo, 100 Bats, yo, Philipp. Und wenn ich sage, ich will das ausschalten, dann schaltet er die Strophe aus und so fertig, ne? Yo. So, passt, das ist eigentlich alles, was ich zeigen wollte. Und ja, da kann man die Spureffekte speichern, abspeichern und dies alles und dies. Jo, man kann es auch als Projekt speichern und nächsten Tag weitermachen. Dann geht man einfach auf Projekt speichern und dann nächsten Tag kann man wieder auf Projekt lang gehen, tut man wieder von die Datei wieder rauf, zack, wo man es runtergespeichert hat und kann man nächsten Tag halt mal wieder das gleich so offen wie da jetzt und dann kann man halt wieder aufnehmen und weitermachen, jo. Und nicht schlecht. Und naja, Keyboard hat man auch da. Da kann man halt noch ein wenig spielen. Jo. Und das war's eigentlich von mir. Jo. Tschüss, ciao. Das ist der Music Maker, wie es funktioniert. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Jo.